Was machen wir heute? Verwascht. Pizza. Pizza, Bratwurst. Bin ich glaube ich der Erste, der sowas macht. Ich weiß es nicht. Spielt auch keine Rolle. So wie ich es mache. Was brauchen wir da dazu? Ein bisschen Hack. Also. Wo fangen wir an? Ich weiß es gar nicht. Wir fangen Gewürze. Gibt es auch gewisse, wie beim Fleischkäse, Grundgewürze, ne? Also Salz, Pfeffer, Salz aufs Kilo, 18 Gramm, Pfeffer 2 Gramm, Muskatnuss 1 Gramm aufs Kilo, 4 bis 5 Gramm Kutterhilfsmittel oder Backpulver, Oregano, 1/2 Esslöffel aufs Kilo. Das Wasser kommt später dazu, das sämischer wird. Wir brauchen Reibekäse, habe ich schon mal erklärt, damit das, die Wurst schön saftig bleibt. Ne? Ich nehme keinen Speck oder da ist nicht so viel Speck drin, eigentlich normales Hack. Und wenn ihr aber Wurst macht, sollte normal so ein Drittel, ein Viertel Speck sein. Ne? Und kriegen wir nicht hin, also nicht so wie ich es will. Ich mache dann dort Emmentaler, geriebener Käse dabei. Dann brauchen wir hier, habe ich, das kriegt man so zu kaufen. Ich tue die noch einmal gleich schneiden, vierteln. Das ist Gouda und Bergkäse. Geht nicht besser. Geht nicht besser. Wenn er das so macht, die Pizza wascht, kommt kein Italiener mit. So, frische Paprika ist ganz wichtig, ne? Ganz klar. Aufs Kilo kann man so halbig Paprika rechnen, halbig rosig. Ne? So, dann brauchen wir frische Thymian, den Creme. Frische Petersilie brauchen wir. Eine gute Salami, wo wir gleich schneiden. Und die Dämme, da nehme ich wie die beim Zwiebel. Wurst, wo ich mache. So, 36er Kaliber, also Durchmesser 36, das ist ungefähr alles 40. Bisschen kleiner. Und hab, und dann können wir schon loslegen. Ne? Kennt ihr ja schon? Man muss ja halt ein bisschen zurückspulen und gucken, ob die vorhergehenden Videos, wie ich Wurst mache. Aber man kann jetzt gleich loslegen. Ich mache ein bisschen Platz. Und dann machen wir als erstes. Schneiden wir die Peterle gleich und die Paprika und so weiter. Ne? So, fangen wir mit der Peterle an. Schneiden wir Peterle gleich. Wie gesagt, wie bei der anderen Wäsche, gar nicht so fein. Keine Husch, hey, grob, wir wollen das ja sehen, dass der Peterle. Jetzt nehmen wir das ja schon gleich ins Fleisch rein machen. Ja. Dann die frische Thymian. Die müssen wir halt, die müssen wir schön gleich schneiden. Ne? So, dann kommt da drin. Ein bisschen Fettel. So, dann die Paprika. Die legen wir uns aber an die Seite. Ne? So, dann müssen wir die auch klein schneiden. So, die Würfelchen, wo man sie kaufen kriegt, ne? Ihr könnt auch einen Block haben, wie ihr wollt. Die müssen wir jetzt noch einmal, gucken wir, Eck zu Eck. Ne? Du musst die noch einmal so schneiden. So, dann kommt das jetzt rein. So, alles gleichgeschnitten. Jetzt gehen wir hier, machen noch unser Salz drin. So, unser Pfeffer.
Muskatnuss. Ja, das hat Dampf. Guter Hilfsmittel. Oder Backpulver. Oregano. Reibekäse. So. Das mengen wir jetzt eh schon mal durch. Ah, oh, das riecht schon gut. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Wasser hin. Da wird es nämlich sämische. Ja schon, ne? Brät soweit fertig. Unser Pizza-Brotwurst. Hammer das. Riecht schon gut. So. Kaliber 36. Dann machen wir hier unser Stapel wieder drauf. Ne? So. Und dann machen wir jetzt den Fleischschritt. Genau schon, ich habe schon halbiert. Schön, dass sie das. So 2,5 Kilo gehen da immer hin. Das sollte so lange. Pizza ist halt durch den ganzen Käse und Salami. Ne? So, das ist nicht Pizza Salami, ne? Das ist ja schon eine Masse. Ne? Das ist wie bei Pizza Fleischkäse, wo ich gemacht habe. Das gibt schon Masse, ne? Aber ihr seht, mir geht das rein. Da haben wir auch seine 4 Kilo Hack mit der Zutaten, kriegen wir doch, kommen wir auf 5 Kilo, ne? Alles drum und dran. So. Und dann fangen wir an. Und machen das mal. Da rein. Zack. So. Dann fangen wir an, die Därme drauf zu ziehen. Da ich immer durch hier am Ende. Ich lasse die raushängen, damit ich einen schönen Auffang habe. Da müssen wir ein bisschen Wasser drauf machen. So. Wie gesagt, ihr müsst dann gucken. Nicht zu press machen da. So, da haben wir schon ein bisschen vorher. So, dann können wir schon loslegen. So. Ja, die Därme waren nicht so stopp. Die waren nicht so gut draufgegangen da. Ist ein bisschen stramm. Warte. Ah, geht auch mit dem Käse. Dürfte auch nicht zu stramm machen. Weil dann müsste ich hier noch wieder. So, das Ende. Machen wir das Ende da. Ja, dann fange ich jetzt an. Du musst ja ein bisschen aufpassen mit dem Käse. Das kann schon gefährlich werden. Sehr gut. Also da ein bisschen langsamer drüllen, dass er im Notfall die Käseschicksal so ein bisschen wegträgt vom Drüllen. Das geht schon. Ne? Unser Pizza-Bratwurst. Pizza wascht, Pizza Bratwurst, ne? Gibt es auch noch nicht. Die Bandila macht alles möglich. Schnell die Käse. Schneiden wir ein bisschen auf da.
Salami, guck doch raus. Schnallen wir ein bisschen quer durch. Unten, herrlich, oder? Guck mal den Käse. Herrlich. So, probieren wir mal. Das so ist mal Birne am Brotwäsch. Das so ist nicht zu toppen. Oh, lieber Gott. Oh, herrlich. Ne, brauchen wir nichts dazu. Oh, das ist gut. Und wenn der Käse so rausläuft, ein bisschen knusprig wird. Mit einer frischen Paprika und so weiter. Letzte Toppe. Hammer. Ich wünsche euch, ich muss jetzt genießen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleiben gesund. Bis zum nächsten in diesem Theater.